Nachdem ich von der Aoki-Webcam für 40 Euro, die mit Full HD geworben hat, ziemlich enttäuscht war, das vor allem aufgrund des schlechten Mikrofons, schaue ich mir nun eine noch günstigere Lamtec-USB-Kamera an. Wie mir die gefallen hat, das zeige ich euch nach dem Intro. Bilder sagen natürlich mehr als 1000 Worte, deshalb slide ich jetzt einfach mal nach rechts und nach links mit der Kamera einmal und also mit der Webcam und einmal mit meinem Nokia 7.2 Smartphone. Man sieht schon deutliche Unterschiede, die Farben sind relativ blass und auch die Schriftzüge wie hier Faber Castell zum Beispiel, das verschwimmt bei der Aufnahme mit der Lamtec-Kamera. Die Lamtec-Kamera ist für mich so die Kategorie ja besser als gar nichts. Das ist jetzt aber auch gerade gar nicht schlimm zu Corona-Zeiten, denn richtig gute Webcams haben sich im Preis verdoppelt bis verdreifacht und irgendwie das Ganze ja auch geschafft, diesen Preis zu halten. Bevor man jetzt also gar keine Webcam hat, kann man diese Lamtec-Webcam tatsächlich nehmen. Und bei 27 Euro kann man da nicht allzu viel falsch machen. Ich hatte ja die Aoki-Kamera getestet und mich da total drüber geärgert, da die ja irgendwie um die 50 Euro, zwischen 40 und 50 Euro gekostet hat. Da hat einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gestimmt. Das stimmt hier schon mehr. Die Kamera ist natürlich kein Deut besser als die Aoki-Webcam, aber immerhin, ja, zahle ich halt auch nicht so viel dafür. Von daher kann ich die mit besserem Gewissen empfehlen als die Aoki-Webcam. Einen größeren Kritikpunkt an der Kamera habe ich natürlich trotzdem, und zwar ist das die Mikrofonqualität. Die hört ihr jetzt gerade. Ist natürlich ein krasser Kontrast zu meinem Rode Studio-Mikrofon, das ihr vorhin gehört habt. Trotzdem klingt das einfach beschissen in Konferenzen. Da gibt's aber witzigerweise von Lamtec eine ganz vernünftige Lösung dazu. Schaut dazu mal in die Infokarte. Für 17 Euro bekommt ihr ein vernünftiges USB-Ansteckmikrofon. Was soll ich als Fazit also zu der Kamera sagen? Wer die Kamera kauft, muss wissen, dass das Mikrofon kaum zu benutzen ist. Die Bilder sind nicht besonders gut, aber für 27 Euro aktuell einigermaßen brauchbar. Also wie gesagt, es ist einfach das Modell besser als gar nichts. Dafür ist es dann okay, für mehr halt aber auch nicht.